Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde des virtuellen Sports. Wir sind wieder hier bei Let's Play Pokémon Weiß. Was ich von Koto gehört habe, ist, der hat wohl sein Team ein bisschen umgestellt. Und mit ein bisschen meine ich eigentlich komplett. Also meine drei Pokémon sind immer noch hier und Nick ist mittlerweile Level 59, das ist sehr schön. Aber, naja, gut, das, was er mir hier zurückgelassen hat, das kann ich leider gerade in dem Levelbereich, in dem wir sind, nicht verwenden. Außer vielleicht diesen Tryhard. Metang. Was hat denn der überhaupt? Minus Init plus Def. Okay, das geht. Immerhin Sternhieb und Zen-Kopfstoß kann er, aber ich glaube, da würde ich ihm lieber noch was anderes statt dem Hyperstrahl beibringen. Ich glaube, bevor wir hier jetzt mal richtig loslegen, machen wir mal eine kleine Runde TMs verteilen. Nehme ich mal die Drachenklaue, kann glaube ich auch Zappler lernen. Oder, ah ne, dann kann das erst das Zappler rang. Okay, alles klar, alles klar. Will ich nichts gesagt haben. Was haben wir denn hier noch für Schönes? Also Erdbeben zum Beispiel. Das würde ich dem Tryhard gerne beibringen. Weil Erdbeben für ihn einfach eine super Coverage-Attacke ist und Hyperstrahl ist sowieso für den Arsch. So, dann schauen wir hier nochmal weiter durch, ob wir da noch was Schönes finden. Moment, Flammenwurf, kann das irgendjemand von euch? Ich meine nämlich schon, zumindest Lightly sollte das können. Und dafür machen wir... Inferno trifft sowieso so gut wie nie, aber hat momentan eine nette Kombination mit der Böde, aber Nachtnebel braucht er nicht. Das ist schließlich ein Latinekton und wird zu einem Skelabra, da braucht man keine solchen Attacken. Was haben wir denn noch hier? Irrlicht. Das ist schon mal eine bessere Alternative zum Inferno, weil wenn ich meinen Gegner verbrennen will, dann etwas sicherer. Moment mal, da oben war doch noch ein Spukball, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Den habe ich vorhin übersehen, ja. Den können wir ihm auf jeden Fall auch noch beibringen. Dafür kann der Funkenflug weg. Für den Fall, dass wir mal keine Lust haben, unseren Gegner verbrennen zu wollen. Und im Moment haben wir eigentlich Voltwechsel. Das ist auch ganz nett für Zaplalek. Was kann der überhaupt alles? Was haben wir ihm dafür denn weg? Ich würde den Ladestrahl wegmachen. Donnerblitz bringe ich ihm, glaube ich, auch gleich noch bei. Haben wir hier noch was Interessantes? Wir haben noch keinen Energieball, okay. Da ist er ja schon. So. Jetzt müsste ich eigentlich mal nachschauen, ob der eher physisch oder eher speziell ist, aber ich weiß, dass man ihn ziemlich auf beiden Richtungen spielen kann. Ich hatte noch nie ein Zappler-Deck oder Zappler-Rang, also zumindest noch nie ein Competitive gespieltes. Was hat er denn? 74 im Angriff, 69 im Spezialangriff. Das ist beides ungefähr gleich gut. Okay. Ich lasse ihn jetzt noch eine Zeit lang Zaplalek, erst wenn der richtig in Einsatz, zum Einsatz kommt, dann müssen wir den entwickeln. Das geht nämlich dann mit einem Donnerstein. Apropos Donnerstein, haben wir überhaupt einen? Das wäre mal so eine interessante Frage. Moment mal ganz kurz. So. Wir haben einen Donnerstein und wir haben einen Finsterstein. Das heißt, wir können beide theoretisch sogar schon entwickeln. Metang entwickelt sich, sobald wir weil er das nächste Mal ein Level-Up bekommt. So, wir sind hier übrigens schon in Tessera. Das heißt, wir machen jetzt hier in Route 12 mal ein bisschen weiter. Und, Moment, der Timon darf mal wieder nach vorne.
Ich habe eben die Topografie dieser Gegend untersucht, aber du wächst ebenso mein Interesse. Ja. Schulkin Semra. Mit einem Paras. Dann mal viel Spaß, Timon. Die hatte zwei Pokémon, das heißt, wir können erstmal durch den Drachentanz boosten. Tja, die Aromakur hat dir jetzt gar nichts gebracht. Hier kriegst eine Kreuzschere und tschüss. Ein Burmadame. Was für ein Burmadame ist es denn? Sandumhang. Das heißt, es ist Käferboden. Na gut. Oh ne, Anziehung. Wieso? Oh, da kommt der ganze Krach her. Auf einmal hat es draußen zu schütten angefangen. Dreschflegel, das gefällt mir jetzt aber nicht. Komm, Timon, hau sie einfach. Verdammt, schüttet es da draußen. So. Schutz wirkt nicht mehr. Ah ja, sehr schön. Du trainierst deine Pokémon selbst oder bringst du sie zur Pokémon-Pension? Natürlich trainiere ich sie selber, bei der Pension sind die Attacken am Schluss zu random und es gibt keine EV. Ein Makuhita. Da können wir ebenfalls erstmal einen Drachentanz raushauen. Ein Ramboss. Ja, gut. Wird jetzt nicht allzu viel machen, weil ich glaube, Timon ist ein bisschen schwerer als ein Makuhita. Ein Riolu. Für den Fall, dass ihr euch wundert, warum Zapfleleck immer ein bisschen mehr EP bekommt als Timon, das liegt einfach am Levelunterschied. In der Generation 5 war es nämlich so, dass Pokémon, die ein höheres Level hatten, die haben weniger EP bekommen. Das hing immer so im Verhältnis zum gegnerischen Level. Da haben wir noch einen Rabautz. Es gab auch eine Formel dafür, aber ich kenne die jetzt nicht auswendig, weil in der 6. Generation wurde die eh wieder abgeschafft, weil da gab es dann wieder für jedes Pokémon gleich viel. Egal welches Level es war. Zapfleleck erreicht Level 40. So. Ja, der gibt uns eine Citrubeere. Das ist doch nett von ihm. Da geht man einen Schritt durchs Gras. Man findet ein Kino so. Eigentlich auch ein tolles Pokémon. Zumindest für Doppel- und Dreifachkämpfe. Im Einzelkampf ist es eher... ja. Hier haben wir einen Beleber. Moment mal, jetzt muss ich mal ganz kurz... Moment, falscher Knopf. Hier gibt es nämlich eine Menge Items auf der Strecke. Oh, da war schon wieder eins. Noch ein Mini-Pilz. Dann kämpfen wir mal ganz kurz gegen den hier. Ich habe gerade die Pokémon dieser Gegend untersucht, aber du wächst ebenso mein Interesse. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Oh mein Gott, sie haben die Matrix verändert. Schulkind Niklas mit einem Hornliu. Ein Hornliu ist für mich eine Gelegenheit, gratis zu boosten.
von dem Hornio weiß ich genau, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er mich mit dem Giftstachel vergiftet. Das überlebe ich. Oder dass er mich mit dem Fadenschuss wieder langsamer macht, aber gut. Wir sind trotzdem auf plus 1 im Angriff, das sollte reichen. Da gibt es nicht mal EP. Ein Bibor. Das gibt schon ein bisschen mehr EP, wenn wir das kaputt hauen. Das hat ja aber einen ziemlich komischen Sprite, oder? Beziehungsweise. Ja. Sieht ein bisschen verrenkt aus, wenn er versteht, was ich meine. Level 56 für Timon. Ein Kokuna kommt noch. Da bleiben wir doch jetzt auch noch schön drin. Du kriegst ein Erdbeben. Einfach so. So. Schmeiß mal Petri nach vorne. Okay, hier ist wieder was, ein Riesenpilz. Ach, ich hab vorhin noch von ihm geredet und hier ist er. Weil da haben wir jetzt noch so ziemlich die beste Coverage-Attacke, die wir einem Latinecto-Skelabra beibringen können. Er hat zwar hier noch Stärke 80, also da in Generation 6 wurde der auf Stärke 90 hochgebufft. So, dafür kann das vorbei. Ich mach die Bürde mal weg. Das ehrlich behalten wir mal. Weil wir können Irrlicht auch so brauchen, auch wenn wir keine Bürde haben, aber Bürde macht nur Sinn, wenn wir Irrlicht oder sowas dabei haben. So, und weil er jetzt seine Attacken eh schon alle hat, komm. Hier war mal Finsterstein, stimmt schon. Entwickeln wir die Kleine doch gleich mal. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, Entwicklung. Da haben wir ein Skelabra. So. Weiter im Text. Sieh, wie mein Pokémon vergnügt über die Wiese laufen. Fünf Pokémon. Ach du Scheiße, das dauert. Ein Schuppert. Wenigstens sind wir nicht mehr so gnadenlos unterlevelt wie früher. Schnäppke, da bleiben wir doch auch drin. Er kriegt einen Steinhagel. Oh, aber er gibt uns vorher den Eissplitter. Das tut weh. Aber wenigstens nicht mehr als die Hälfte abgezogen. Das war das Wichtige. Ein Funpi. Bleib mal drin. Er könnte zwar theoretisch auch Eissplitter, aber ich glaube, das müsste man ihm, wenn dann, vererben. Oh, aber er überlebt. Oh, und ich bin immer noch über der Hälfte. Ausdauer. Tja. Komm, hier kriegst du noch ein Erdbeben.
weil du es bist. Level 41 für Zaplalek. Ineko. Da bleiben wir doch erst recht drin. Solange der Schwächling noch nicht drin ist, kann Petri kämpfen. Tuska. Du kriegst auch eine Akrobatik. So. Eine Citrobeere. Ich gebe jetzt dem guten Petri erstmal wieder was. Ja, Moment, die Medizin war hier noch getrennt. Stimmt. Das ist, wenn man eine Ewigkeit lang 6. Gen spielt. So viele Mini-Pilze. So, hier haben wir noch einen Doppelkampf. Den machen wir doch auch mal schnell. Gegen einen Pokémon-Kampf während eines Picknicks spricht eigentlich nichts. Ich werde deine Pokémon beim perfekten Team völlig auslaugen. Ja, doch nur dumm, dass ich gerade meine größten Offensivkanonen an der Front habe. Ja, zwei Flettiamo. Die könnten unter Umständen schneller sein als Petri und das gefällt mir nicht. Denn die Viecher sind sehr schnell. Und vor allem haben sie ein höheres Level. Da will ich jetzt mal nicht durchboosten, aber gut, Petri ist schneller und wenn wir Glück haben, schreckt einer oder vielleicht sogar beide von denen zurück. Oder es reicht für einen One-Hit. Das ist natürlich immer die beste Möglichkeit. Petri, hast du super gemacht. Und er versucht Drachenklaue zu lernen. Eigentlich eine nette Attacke, aber nein. Zaplalek erreicht Level 42. So, gegen dich haben wir schon gekämpft, okay. Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Item. Ein Hyperheiler. Dann sind wir mit der Route hier dann auch schon durch und dann sind wir jetzt bei der Dorfbrücke. Ach, wenn wir schon mal hier sind, ich glaube, ich kann euch hier dann mal was zeigen. Oder war das hier erst in... Ich glaube, es war erst in Schwarz 2 und Weiß 2, oder? Oder war das... Konnte man das hier auch schon machen? Ich weiß es nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Moment mal. Einfach mal schauen. Ja, anscheinend geht das hier auch schon. So. Achtet hier einfach mal ein bisschen auf die Musik. So, jetzt haben wir den dabei. Der Rest ist, glaube ich, auf der anderen Seite von der Brücke, oder? Ich denke mal schon. Moment mal, ich glaube, hier gibt es dann nicht mal Fahrradmusik, oder? Nö, stimmt. Hier haben wir die Gitarre. Moment.
Moment mal, hier habe ich eh einen vergessen. Verdammt, da kommt ein wildes Pokémon. Danke, Ronimatz. Von Koto sogar auch schon eins gefangen hat, sehe ich gerade. Ich hoffe mal, die Musik ist jetzt noch so da. Ja, ist sie. Ich mache trotzdem mal kurz einen Schutz rein. Ach, und hier gibt es ja auch noch Trainer. Ach, habe ich ja ganz vergessen. Herausforderung von Schulkind Rosi. Einem Super-Doppel, der hat 6 Pokémon. Das dauert. Komm hier, Steinhagel, stirb. Blitzeblitz, das kriegen wir mit dem Erdbeben tot. Das genäht doch auch. Auch wenn das eine ziemlich krasse Verteidigung hat, aber das kriegen wir trotzdem tot. Oh. Nee, tun wir nicht. Der Ladungsstoß sollte zwar jetzt wehtun, aber sollte nicht so viel abziehen. Ich weiß ja, dass Nasknet zum Glück verdammt beschissene Angriffswerte hat. Aber er hat uns wenigstens nicht paralysiert. Das wäre wesentlich schlimmer gewesen. Du kriegst auch ein Erdbeben. Pfiffchen. Eigentlich müsste ich da jetzt eine Kehrtwende machen, aber egal. Ich bleibe jetzt einfach mit Petri drin. Akrobatik tut's ja auch. Und mein Dodo kommt noch. Du kriegst noch einen Steinhagel. Petri hat übrigens von allen unseren Pokémon bis jetzt die beste Coverage. Hier ist der letzte. So. Jetzt haben wir die komplette Musik von der Dorfbrücke so verändert, dass man sie nicht mehr vom Original unterscheiden kann. Ist ein schönes kleines Detail, was man hier mit der Musik machen kann, und es gefällt mir hier eigentlich. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier bin, dann zeige ich das vielleicht gleich mal. Der Schutz wirkt nicht mehr. Das Item da hinten hole ich mir jetzt aber noch. Schönes, selbst wenn man hier surft, die Musik bleibt. Wenn ihr euch übrigens mal einen Lapras fangen wollt, hier in der Dorfbrücke, wenn ihr rumsucht, da könnt ihr welche finden. Und zwar in den dunklen Wasserstellen, wenn hier welche auftauchen, sind mit 5%iger Wahrscheinlichkeit Lapras da. Nur für den Fall, dass ihr euch mal einen Lapras fangen wollt. So. Ja. Ich bin jetzt sowieso am Ende meiner Paarzeit. Das nächste Mal darf der Koto weitermachen. Der darf dann die Route zurück nach Twin Drake City machen. Sind damit sowieso alle Brücken der Einerregion schon überquert. Alle 5. Himmelspfeilbrücke,
Maria Zugbrücke. Gott, wie heißt die Raum nochmal? Zylinderbrücke, Wunderbrücke und das hier ist die Dorfbrücke. Damit haben wir alle. Und wir sind dann auch, sobald wir wieder in Twin Drake City angekommen sind, sind wir einmal komplett um die Einladeregion gereist. Also, ich bin fertig mit dem Part. Wir sehen uns im übernächsten. Bis dahin, macht's gut.